Du weißt doch alles über verborgene Objekte, oder? Was in Gottes Namen ist denn mit dem passiert? Heute keinen Tee für mich, Kumpel. Das dornige Dickicht ist in der Bredouille und nur die goldenen Spürnasen können die Lage noch retten. Her mit der Detektivausrüstung und dann? Was ist los, Kumpel? Guten Tag, die Damen. Kann ich irgendetwas... Wallace! Auwei. Meine Großnichte hat ein sensibles Herz, Herr Wallace. Sie kann es nicht ertragen, wenn ein Mann sein Leben ruiniert. Ich glaube, wir hatten das Vergnügen noch nicht, Frau... Fräulein Flitter, eigentlich. Und ich gebe grundsätzlich Menschen, die gewissen Organisationen angehören, nicht die Hand. Golf ist eine barbarische Angewohnheit, Herr Wallace. Seine Anhänger enden unweigerlich in Elend, Armut und Irrsinn. Steht alles in dieser kleinen Broschüre? Rette dich, Wallace! Und hier stehen wir am 18. Grün. Der Zweikampf tobt zwischen McAllister und Bockins. McAllister trägt einen weißen Hut und lila Knickerbocker. Jetzt wendet er sich dem Ball zu. Ich muss doch sehr bitten. Ihre Sorge ehrt mich, Fräulein Flitter. Aber wirklich, ich... Meine Großnichte ist in zu labiler Verfassung, um ein Gespräch mit einem Geisteskranken zu führen. Richten Sie sich in Ihrem Wahn also an mich. Oh, die Briefmarke ist nicht abgestempelt. Ich werde schnell... Kümmern Sie sich um Ihre Gäste, Herr Wallace. Ein Glas Milch? Das ist sicher einmal etwas anderes als das, was Sie sonst im Club so picheln. Wie? Sehr gut. Trinken Sie Ihre Milch. Das ist immerhin etwas Gesundes. Meinst du, die bringt ihn wieder zu Verstand, Tante Prudence? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Verzeihung, meine Dame, aber Ihre, Anschuldigungen gegen mich sind schon ein harter Schlag. Wenn es nach Ihnen ginge, säße ich ja schon morgen im Loch. Schlag? Loch? Siehst du, Felicity? So viel zu Golf und klarem Verstand. Der Mann ist besessen. Vielleicht reden wir in Ruhe bei einer Tasse Tee über alles. Das wird Sie wieder in Schwung bringen. Möchten Sie schwarz oder grün? Schwung? Grün? Man hat ihn einer Gehirnwäsche unterzogen, Felicity. Vermutlich ist es schon zu spät. Ich meinte doch nur, so eine Tasse Tee gibt einem wieder den nötigen Drive, wenn man so richtig abgeschlagen ist. Drive? Abschlag? Es ist hoffnungslos.
Fräulein Flitter, ich... Bitte, Herr Wallace, nun behalten Sie Ihre zwanghaften Golfsprüche doch für sich. Ich glaube nicht, dass die Nerven meiner Großnichte noch mehr davon ertragen können. Huch, ich habe meinen Lauscher fallen lassen. So ein Schraubenschlüssel ist nie verkehrt. Es war schön, mit Ihnen zu plaudern, Fräulein Flitter. Und es war wirklich eine große Freude, Sie kennenzulernen, Fräulein Flitter. Aber ich muss weg. Bitte versuchen Sie, Ihr Leben zu ändern, Wallace. Ich bin ziemlich im Zeitdruck, Gromit. Würde es dir was ausmachen, dich um unsere Gäste zu kümmern? Könnten wir bitte ein frisches Taschentuch bekommen? Geschlossen wegen Ungeziefer. Das ist ja eine richtige Seuche, der arme Herr Panier. Na, Wallace, wie ist denn Ihr erster und letzter Tag im neuen Club so? Könnten Sie das dornige Dickicht nicht verschonen, Wachtmeister Dibbons? Mit Herz und Seele dabei, wie? Wenn man bedenkt, dass Sie erst seit heute Morgen Mitglied sind? Es ist doch nur, der Club hat schon so eine lange Geschichte und... Oh ja, eine Geschichte des Untergangs und Verfalls und der dreisten Diskriminierung neuer Mitglieder. Wie bitte? Sie wissen ja gar nicht, was Sie verpassen, wenn Sie einen so fantastischen Golfer wie mich einfach übergehen. Ich könnte das dornige Dickicht wieder ins Rennen bringen. Ich hätte Ihnen gezeigt, wie... Was gezeigt? Ihnen sagt das sicher nichts, Wallace. Aber es gibt Clubmitglieder, die über Leichen gehen würden, um die Kunst des Gangesgriffs zu erlernen. Sie sind ein Meister des Gangesgriffs? Sie haben ja verborgene Talente, Herr Wachtmeister. Allerdings. Und die werden auch verborgen bleiben, da sie niemand anzuerkennen scheint. Unglaublich! Ein Meister des geheimen Gangesgriffs, direkt hier in der Stadt. Genau. Und kein Clubmitglied des dornigen Dickichts wird dieses Geheimnis je von mir erfahren. Unglaublich. Ein Meister. Genau. Sie als Profi, Wachtmeister Dibbons, haben doch bestimmt ein, zwei Tipps für mich. Ich kenne mich noch nicht besonders gut aus mit dem Spiel und... Geben Sie mal her. Sie fassen ihn total falsch an. Sie müssen... Ah, ich verstehe. Sehr clever. Clever? Sie glauben wohl, Sie kriegen einen Gesetzeshüter dazu, Ihnen den Gangesgriff zu offenbaren, was? Naja, da Ihr Laden sowieso am Ende ist, kann ich Ihnen den Griff eigentlich tatsächlich zeigen. Also, passen Sie auf. Genau so. Kapiert? Ich fürchte, ich verstehe Sie nicht ganz. Meine Dame hat vorhin Herrn Panier Supernussbutter probiert. Jetzt ist Ihr Schnabel versiegelt. Oh je, eine klebrige Maulsperre. Wie unangenehm.
Haha, ich weiß, hoffentlich hat er noch mehr davon. Hier bitte, Frau Gapperly. Das sollte wirken. Oh, ich kann wieder reden. Was haben Sie da nur getan, Wallace? Mit dir werde ich auch reden. Gleich heute Abend. Na, Mund wieder betriebsbereit, Frau Gabberle? Oh ja, das war schrecklich. Ich dachte, ich würde nie wieder ein Wort sagen können. Tja, der Traum war auch zu schön, um wahr zu sein. Der kriegt heute Abend noch seine Nussbutter weg. Sind die Nebenwirkungen der Nussbutter verflogen? Ja, zum Glück. Mein Kiefer ist wieder voll einsatzbereit. Man bräuchte schon Sekundenkleber, um diese Klappe zu verschließen. Na, Mund wieder betriebsbereit. Tja. Der kriegt... Sie wollen das klebrige Zeug nicht zufällig? Ich habe Angst, es zu berühren. Ich habe schon so viel ich brauche, Frau Gabberle. Danke trotzdem. Donnerwetter, war das erst gestern? Kommt mir vor, als wäre es schon einen Monat her. Ich wüsste gern, Frau Gabberle, würde es Ihnen sehr viel ausmachen, wenn ich den Griff meines Goldschlägers in Ihre klebrige Nussbutter tauchen würde? Wenn Ihnen das detektivisch weiterhilft, bitte sehr. Ich will mit diesem Zeug nichts mehr zu schaffen haben. Sehr verbunden. So, wegen des Gangesgriffs habe ich mich gefragt... Sie halten den verdammten Schläger verkehrt herum. Geben Sie her. Also, der Trick ist... Hey, Sie glauben wohl, Sie können Geheimnisse aus mir rauskriegen. Wie? Also gut, sehen Sie mal hier. Also, das haben Sie wohl hoffentlich begriffen. Sagen Sie mal, was machen Sie da, Wallace? Verschwinden Sie mit Ihrem verflixten Schläger, Wallace. Ich habe keine Zeit für Ihren Mumpitz. Sehr verbunden, Herr Wachtmeister. Na, wenn das verflucht nochmal nicht der Held ist, der den bösen alten Hundefänger dingfest gemacht hat. Monty Muzzle. Wie läuft denn das Eiscreme-Geschäft, Kumpel? Also, dann gehen Sie mal wieder in Ihren tollen Club. Es sind nur noch ein paar Stunden bis zum Zapfenstreich. Verdammt selbstlos vom Wachtmeister den Postdienst zu übernehmen. Heiliger Bimbam, das ist höchst ungewöhnlich. Der Gangesgriff? Panier! Ich sage Ihnen doch, es gibt keinen... Donner und Kohle! Was ist das? 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 Was